Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am zweiten Tag des EU-Sondergipfels zu den Corona-Hilfen ist ein wenig Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Auf dem Tisch liegt ein neuer Vorschlag von EU-Ratspräsident Michel im Streit über den 750-Milliarden-Fonds zum Aufbau der Wirtschaft. Danach soll es weniger Zuschüsse geben und dafür mehr Kredite. Insgesamt geht es um ein Finanz- und Krisenpaket von mehreren 100 Milliarden Euro. Am späten Vormittag trifft die Bundeskanzlerin wieder auf die übrigen 26 Staats- und Regierungschefs. Und es sieht so aus, als habe sie kurz zuvor mitgeholfen, einen ersten Brocken aus dem Weg zu räumen. Im Brüsseler Sprachduktus geht es um die sogenannte Governance. Heißt, wie würden die geplanten Zuschüsse aus dem bis zu 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds ausgezahlt? Wer kontrolliert Projekte und Reformen? In der Nacht machten die Niederlande und Italien die Differenz noch einmal klar. Wir müssen Programme für Europas Wiederaufbau errichten, vor allem bei den besonders Betroffenen. Wenn andere Zuschüsse wollen, dann nur unter sehr strengen Auflagen. Conte und Rutte treffen sich am Morgen in kleiner Runde. Mit dabei die Bundeskanzlerin und der französische Präsident. Immer wieder gibt es enge Absprachen zwischen beiden, nicht nur hier. Zunächst scheint Rutte Folgendes zu erreichen. Reformen, Projekte und ihre Umsetzung sollen kontrolliert werden. Jedes Land soll im Zweifel Auszahlungen stoppen können. Am Abend äußert sich Conte auf Facebook allerdings wieder skeptisch. Alles sei viel komplizierter als gedacht. Man sei in scharfer Konfrontation mit den Niederlanden. Dazwischen Treffen in kleineren Formaten. Rote Linien ziehen, Kompromisse suchen. Immer wieder in schwierigen Gesprächen dabei und Seite an Seite Merkel und Macron. Eine weitere Hürde, 5 Ländern sind die vorgeschlagenen Zuschüsse zu hoch. Es muss sichergestellt sein, dass es eine einmalige Aktion ist. Und zum Zweiten ist natürlich die Frage, wie hoch ist das Volumen der Zuschüsse? Und das muss reduziert werden. Schließlich bleibt der Streit mit Ungarns Ministerpräsident Orbán. Er soll europäische Rechtsstaatsprinzipien beachten, sonst soll es weniger EU-Geld für Ungarn geben. Orbán droht stattdessen mit einem Veto und dass er das ganze Hilfspaket würde platzen lassen. Der Gipfel, er hat noch viel Arbeit vor sich. Zum aktuellen Stand der Beratungen nun aus Brüssel Markus Preis. Seit mittlerweile 34 Stunden läuft der Gipfel hier in Brüssel. Das zeigt, wie schwierig die Verhandlungen sind, aber auch, dass es offenbar den Willen gibt, sich zu einigen. Gestern Abend sah das kurzfristig mal anders aus. Beim Abendessen der Regierungschefs ging es rau zu. Vor allem der niederländische Premier Rutte wurde attackiert. Er wolle die Polizei Europas spielen. Doch seit dem Kompromissvorschlag heute Morgen bewegt sich offenbar was. Er ist vor allem ein Zugeständnis an die Niederlande. Zwar würde das Land nicht wie gewünscht ein echtes Veto bei der Auszahlung der Corona-Milliarden bekommen. Mit der sogenannten Supernotbremse könnte es sie aber vorübergehend stoppen und genauer hinsehen. Aber auch jenseits davon gibt es noch viele weitere Streitpunkte. Vor allem Dänemark und Finnland dringen etwa auf noch stärkere Kürzungen. Den ganzen Tag wurde in kleinen Gruppen verhandelt. Gleich will man sich wieder gemeinsam zusammensetzen und sehen, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln. Manche Diplomaten stöhnen schon, ein Abbruch und eine Vertagung um ein paar Tage bringe nichts, weil die gleichen Fragen auch dann nicht leichter zu beantworten wären. Zurück zu Thorsten Schröder. UN-Generalsekretär Guterres hat in einer Grundsatzrede gefordert, Macht und Geld weltweit gerechter zu verteilen. In der Corona-Pandemie seien globale Ungerechtigkeiten noch deutlicher geworden. Um Rassismus, Sexismus und die Folgen des Kolonialismus zu überwinden, müsse ein neues globales Abkommen geschlossen werden, so Guterres. Der UN-Generalsekretär hielt seine Rede anlässlich des Internationalen Nelson-Mandela-Tages im Gedenken an den ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. In dem Land breitet sich das Coronavirus derzeit rapide aus. Kaum irgendwo sonst steigt die Zahl der Infektionen so schnell wie in Südafrika. Und nun kommen auch die Bestatter an ihre Grenzen. Hier in Johannesburg arbeiten sie nun auch nachts. Und sie tragen ständig Ganzkörperschutz, weil es lange dauert, bis die Ergebnisse der Covid-19-Tests vorliegen. Die Krankenhäuser sind sich oft nicht sicher, ob die Toten mit dem Virus infiziert sind, weil sie die Testergebnisse noch nicht haben, erklärt der Bestatter. Also versuchen wir, jeden wie einen Infizierten zu behandeln. Manche Krankenhäuser müssen inzwischen Patienten in Zelten versorgen. Es fehlt an Räumen, an Personal und an Beatmungsgeräten.
Ärzte müssen entscheiden, wen sie mit Sauerstoff versorgen und wen nicht, berichtet diese Medizinerin. Manchmal gibt es für schwere Fälle kein Bett auf der Intensivstation. Und Millionen Menschen in den armen Vierteln haben ohnehin keinen Zugang zu den besser ausgestatteten Privatkliniken. Für Notfälle hat die Regierung dort nun dennoch einige Betten organisiert. Die Corona-Pandemie, sie zeige, dass es eine neue internationale Ordnung brauche, die den ärmeren Ländern mehr Macht und bessere Chancen gibt, mahnt der UN-Generalsekretär in seiner Rede zum Nelson-Mandela-Tag. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, sagt er. Die Menschen in den armen Ländern der Welt sind ja in vielerlei Hinsicht gar nicht verantwortlich für das, was passiert ist, und müssen dringend unterstützt werden. In Südafrika will man nun unnötige Todesfälle verhindern und im eigenen Land eine Produktion von Beatmungsgeräten aufbauen. 10.000 sollten es schon bis Juni sein. Kein einziges kam bisher in den Kliniken an. Im Chaos um den neuen Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr haben mehrere Bundesländer damit begonnen, eingezogene Führerscheine zurückzugeben. Vor kurzem war ein Formfehler in der neuen Verordnung entdeckt worden. Daraufhin hatten alle Länder den neuen Bußgeldkatalog vorerst außer Kraft gesetzt. Nun werden die Bescheide geprüft, die bereits nach den neuen Regeln verhängt wurden und entsprechende Fahrverbote vielerorts wieder aufgehoben. Hier auf der Landstraße wurde Joachim Theiss vor 2 Monaten geblitzt. Statt der üblichen 70 km/h waren an einer Baustelle nur 50 erlaubt, das Schild schwer zu sehen. Theiss war 34 km/h zu schnell. Den Bußgeldbescheid zahlte er. Doch zusätzlich 1 Monat Fahrverbot wollte er nicht akzeptieren. Ich habe montags einen Einspruch eingelegt, Dienstag war ich beim Rechtsanwalt. Dann ist Donnerstag das Schreiben vom Rechtsanwalt gekommen und freitags ist dann von der Bußgeldstelle gekommen, dass ich den Führerschein nicht abgeben brauche. Tausenden Autofahrern bundesweit drohte nach der neuen Bußgeldverordnung seit Ende April 1 Monat Führerscheinentzug, wenn sie innerorts 21 und außerhalb 26 km/h zu schnell fuhren. Wegen eines Formfehlers wurde die Verordnung Anfang Juli gekippt. Der alte Bußgeldkatalog ist vorerst wieder in Kraft. Viele Bundesländer, wie auch das Saarland, geben die nach dem inzwischen nichtigen Katalog entzogenen Führerscheine zurück. Das ist ein Eingriff in Freiheitsrechte von Bürgern. Und dazu braucht es rechtssichere Grundlagen. Da wir die im Moment nicht haben, waren wir gezwungen, so zu handeln. Die richtige Entscheidung meinen auch Verkehrsrechtsexperten. Da die Länder aber die Rückgabe der Führerscheine unterschiedlich handhaben, sollten betroffene Autofahrer auf jeden Fall selbst aktiv werden. Grundsätzlich muss man raten, die Bußgeldbescheide, die noch nicht rechtskräftig sind, auf jeden Fall Einspruch einlegen. Und wenn sie rechtskräftig sind, sollte man einen Antrag auf Ausschub, auf Aussetzung des Fahrverbotes stellen. Dass der strenge Führerscheinentzug endgültig gekippt wird, ist noch nicht sicher. Bund und Länder ringen um eine Neuregelung des Bußgeldkatalogs. In Nürnberg haben heute nach Polizeiangaben etwa 6.000 Motorradfahrer gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstriert. Mit ihrer Rundfahrt legten sie den Innenstadtverkehr zeitweise lahm. Anlass des Protests ist eine Bundesratsinitiative zur Verringerung von Motorradlärm. Erreicht werden soll unter anderem, dass die zulässigen Geräuschemissionen aller Neufahrzeuge auf maximal 80 Dezibel begrenzt werden. Im Skandal um mutmaßlichen Milliardenbetrug beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gerät die Bundesregierung zunehmend in den Fokus. Vertreter der Opposition forderten heute umfassende Aufklärung. So setzte sich das Kanzleramt noch im Herbst 2019 für einen Markteintritt des Konzerns in China ein. Entsprechende Spiegelinformationen bestätigte eine Regierungssprecherin. Schon zuvor war bekannt geworden, dass Finanzminister Scholz bereits im Februar 2019 darüber unterrichtet wurde, dass die Finanzaufsicht bei Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelt. Bei einer Demonstration in der ostrussischen Stadt Chabarowsk haben nach Medienangaben erneut Zehntausende Menschen gegen die russische Regierung protestiert. Sie fordern mehr Unterstützung für ihre Region. Auslöser der Proteste war die Verhaftung des ultrarechten Provinzgouverneurs Furgal. Er soll in mehrere Morde verwickelt sein. Seine Anhänger betrachten seine Festnahme als politisch motiviert. Bei den Gouverneurswahlen vor 2 Jahren hatte Furgal den Kandidaten der Regierungspartei Geeintes Russland geschlagen. John Lewis, einer der bedeutendsten Vertreter der US-Bürgerrechtsbewegung, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Lewis gehörte in den 60er Jahren zu den Mitstreitern von Martin Luther King beim gewaltlosen Widerstand gegen die rassistische Trennung von Weißen und Schwarzen. Später wurde er Abgeordneter der Demokratischen Partei im US-Kongress.
Die früheren Präsidenten Obama und Clinton würdigten Lewis als Vorbild für Generationen und Gewissen der Nation. Sein letzter öffentlicher Auftritt Anfang Juni. John Lewis sieht sich die in Black Lives Matter Plaza umbenannte Straße vor dem Weißen Haus an. Dem Mann, der sein ganzes Leben lang für die Gleichberechtigung der Schwarzen gekämpft hatte, gab die neue Bewegung Hoffnung. Die Menschen in D.C. und im ganzen Land senden eine mächtige, kraftvolle, starke Botschaft um die Welt. Wir werden das Ziel erreichen. Früh kämpft er gegen Rassentrennung, organisiert Studentenproteste an der Seite von Martin Luther King. Lewis hier rechts im Bild. Beim berühmten Marsch auf Washington 1963 ist Lewis der jüngste Redner. Wir wollen unsere Freiheit nicht nach und nach, sondern jetzt. Lewis im hellen Mantel führt 2 Jahre später einen Marsch an über die Brücke von Selma in Alabama. Die Menschen fordern für die schwarze Bevölkerung das Recht zu wählen. Die Polizei schlägt die Demonstranten brutal zusammen. John Lewis wird schwer verletzt. Noch im selben Jahr wird das Wahlrecht geändert. I'm John Lewis. Running for Congress. Als Politiker im Repräsentantenhaus wird er nie müde zu mahnen. Wenn man etwas sieht, das nicht gerecht und fair ist, dann ist man moralisch verpflichtet, etwas zu tun. Ein Vorbild für viele, auch für den ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama. Trauerbeflaggung auf dem Weißen Haus, sonst aber bisher keine Reaktion von US-Präsident Trump, den Lewis immer wieder kritisiert hat. Überall im Land trauern sie um einen Mann, der bis zuletzt dafür eintrat, gegen Ungerechtigkeiten zu protestieren, aber friedlich. Die Waldbrände in Westsibirien sind noch immer nicht gelöscht. Nach offiziellen Angaben sollen die Feuer inzwischen zwar eingedämmt worden sein, es gäbe aber noch zahlreiche Brände, die kaum zu erreichen seien. Auch im Osten Russlands wüten Waldbrände. In einigen Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Rekordhitze und extreme Trockenheit hatten die Feuer in den vergangenen Wochen angefacht. Gleich in mehreren russischen Regionen stehen Wälder in Flammen. Und das seit vielen Wochen. Bilder aus der sibirischen Region Chanty-Mansijsk. Hier hat sich die Fläche der Waldbrände binnen der vergangenen Woche verdreifacht. Auch in der Region Baschkortostan am südlichen Ural kämpfen Feuerwehrleute mit den Flammen. Hier brennt es auch in besiedelten Gebieten. Mehrere Dörfer sind in dichten Qualm gehüllt. Wir konzentrieren jetzt alle Kräfte auf die Siedlungen entlang des Waldes. Wir haben Menschen und Technik im Einsatz. Es gibt keine Gefahr für die Dörfer. Russlands Katastrophenschutz entsandte jetzt ein Löschflugzeug ins Gebiet Sverdlovsk. Doch gelöscht wird längst nicht überall, denn viele Feuer sind schlicht unerreichbar. Zudem erlaubt eine russische Verordnung seit 5 Jahren, Brände dann nicht zu bekämpfen, wenn sie keine Siedlungen oder Betriebe bedrohen. Die Politik ist hoch umstritten. Am stärksten betroffen ist die große Region Sacha am Polarkreis. Deren Hauptstadt Jakutsk mit knapp 300.000 Einwohnern sah noch vergangene Woche so aus. Auch diese Region verzeichnet in diesem Jahr neue Hitzerekorde. Selbst in der Arktis wurden an manchen Stellen 38 Grad gemessen. Die weltweite Klimaerwärmung gilt Umweltschützern als Hauptursache für die Brände. Ein Großbrand hat die Kathedrale der französischen Stadt Nantes stark beschädigt. Das Feuer war am Morgen ausgebrochen. Ersten Untersuchungen zufolge gab es 3 verschiedene Brandherde, weshalb die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Brandstiftung einleitete. Eine der beiden Orgeln wurde durch die Flammen komplett zerstört. Die Kathedrale von Nantes, deren Bau im 15. Jahrhundert begann, zählt zu den bedeutendsten Werken der französischen Spätgotik. Und hier die Lottozahlen. 8, 11, 25, 28, 34, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 19. Juli. Morgen sorgt Hochdruckeinfluss verbreitet für freundliches und meist sommerlich warmes Wetter. Heute Nacht wird es im äußersten Südosten und Osten gelegentlich nass, sonst nur locker bewölkt oder klar. Morgen gibt's mehr Sonne als Wolken, die im Nordwesten und Osten stellenweise Schauer oder Gewitter bringen. Die sind in den östlichen Landesteilen häufiger und zum Teil auch heftig.
Heute Nacht an Niederrhein und Spree warme 17, an den Alpen unter 10 Grad. Morgen an der Nordsee um 20, in Freiburg und Leipzig heiße 30 Grad. Am Montag im Norden und in der Mitte wechselhaft, im Süden dagegen oft Sonnenschein und teilweise über 30 Grad heiß. Dienstag und Mittwoch in der Nordhälfte durchwachsen, Richtung Süden freundlicher, aber in Alpennähe gibt es gelegentlich Schauer oder Gewitter. Ingo Zamperoni meldet sich um 23.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Klotzen oder Knausern? Für welchen Weg entscheidet sich die EU in der Corona-Krise? Und Virus-Hotspot Hochzeitsfeier. Warum die Kritik an großen Familienfesten lauter wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.